Perspektiven. Schön, dass Sie alle den Weg zu uns gefunden haben. Viele von Ihnen, von euch, saßen wir ja erst vor 1,5 Jahren mit uns zusammen in einer ähnlichen digitalen Runde, als wir auch schon mal geguckt haben, wo stehen wir eigentlich und wie machen wir nach der Wahl weiter. Und jetzt haben wir diese Runde mit, was passiert eigentlich nach der Wahl, deutlich früher, als wir das eigentlich vorgehabt hatten. Und trotzdem ist es ein guter Anlass, um jetzt einmal gemeinsam Bilanz zu ziehen. Ich würde deshalb ganz gerne auch einmal Hören wir zu, einsteigen. ich habe so leichte Kopfschmerzen. Hier, Alles klar. Moment, Moment. Über 600 oder so. Sagen. Da war irgendwo noch ein Mikro nicht stumm. Ich würde jetzt einmal nochmal den Absatz aus dem CoA-Vertrag in den Chat schreiben, für alle zum Mitverfolgen und mit Ihnen und euch zusammen noch einmal kurz drauf gucken. Und zwar heißt es auf Seite 110 des rot-grün-roten Koalitionsvertrags: Die Koalition wird die Gemeinschaftsschule durch Erarbeitung und Umsetzung eines Förderkonzepts gezielt unterstützen und als eigenständige Schulart qualitativ und quantitativ weiterentwickeln. Es wird eine wissenschaftliche Begleitung der Gemeinschaftsschule als Längsschnittstudie, Jahrgangsstufen 1 bis 13, durchgeführt. Wir werden den Bau neuer Gemeinschaftsschulen sowie Fusionen von Grund- und Oberschulen mit klaren Qualitätskriterien und Mindeststandards vorantreiben. Dazu sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen derart angepasst werden, dass dem Land die prozesssteuernde Rolle bei der Einrichtung ermöglicht wird. Die Koalition entwickelt ein Startprogramm, mit dem für den Zeitraum der Schulumwandlung zusätzliche finanzielle Mittel und eine enge Prozessbegleitung als Unterstützung und Anreiz zur Umwandlung bereitgestellt werden. Das ist der zentrale Absatz zu Gemeinschaftsschulen im aktuellen Koalitionsvertrag. Was seitdem tatsächlich passiert ist, genau das würden wir uns jetzt gerne mit Ihnen ein bisschen genauer anschauen. Wir haben in der Einladung schon relativ salopp geschrieben, so richtig viel war noch nicht. Ganz so schlimm ist es nicht. Also gerade im Rahmen der Haushaltsverhandlungen konnten wir doch an der einen oder anderen Stelle schon nachsteuern. Aber was das genau bedeutet, das würden wir uns jetzt gerne mit Ihnen gemeinsam nochmal genauer anschauen. Wir haben uns das so gedacht, dass im ersten Teil zuerst Franziska Brüschzi, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion hier im Abgeordnetenhaus, einen Überblick gibt darüber, was passiert ist, was vereinbart ist, wo es bei der Umsetzung aus parlamentarischer Sicht hakt. Und danach haben wir drei Gäste, die nochmal aus ihren jeweiligen Perspektiven eine Bilanz ziehen werden. Das ist zum einen Robert Giese, Schulleiter der Fritz-Carsten-Gemeinschaftsschule in Neukölln und Berliner Landesvorsitzender von GGG, Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V. Das ist Dr. Jana Östreich, Mitglied der Gesamtelternvertretung der Sophie-Prahl-Gemeinschaftsschule in Treptow-Köpenick. Und das ist Regina Kittler, die meisten von Ihnen kennen, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion in der BVV-Fraktion, in der BVV in Marzahn-Hellersdorf. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben danach noch ungefähr eine Stunde Zeit für Nachfragen und Diskussionen. Aber in dem ersten Teil würden wir uns erstmal aus den verschiedenen Perspektiven einen kleinen Überblick zusammentragen. Und ich würde damit auch schon übergeben an Franziska, welche Bilanz ziehst du nach etwas mehr als ein Jahr rot-grün-roter Koalition in Sachen Gemeinschaftsschulen? Ja, schönen guten Abend. Schön, dass wir uns heute alle hier zusammengefunden haben, um über die Gemeinschaftsschule zu sprechen. Ich würde jetzt nicht nochmal ausführen, warum das wichtig ist, dass wir die Gemeinschaftsschulen quantitativ und qualitativ ausbauen. Wir hatten ja gerade eine aktuelle Debatte um das längere gemeinsame Lernen am Beispiel des grundständigen Gymnasiums in der Presse. Da können wir uns ja nachher in der Diskussion nochmal zu verständigen. Aber es ist natürlich, jeder weiß, was das für ein Schatz ist, eine Schule zu haben, wo man eben keine Übergänge haben muss und sich eben nicht neu bewerben muss, sondern wirklich von Klasse 1 bis Klasse 13 lernen kann. So, und jetzt wollte ich ein kurzes Schlaglicht werfen auf das vergangene Jahr. Und ehrlich gesagt hatten wir gar nicht so viel Zeit in dem vergangenen Jahr als RGR. Es ist viel passiert und man muss deutlich machen,
dass doch zwischen Parlament und Senat schon so ein bisschen unterschiedliches Engagement für die Gemeinschaftsschule sich herauskristallisiert hat, auch während der Haushaltsberatungen. Und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Aber ein großes Leitmotiv, das muss ich auch noch mal ganz deutlich sagen, ist das Thema Steuerung zwischen Senat und Bezirken. Das werden wir nachher auch, glaube ich, noch ein bisschen vertiefen. Also die zentrale Frage, wer ist eigentlich der Schulträger? Wer meldet Bedarfe an? Wann werden Gemeinschaftsschulen gebaut? Dieses Motiv ist uns immer wieder in diesem Zusammenspiel begegnet. Und das werden wir sicherlich auch noch nachher hören. Dann würde ich jetzt noch mal kurz einführen. Also es gibt ja im Prinzip die Möglichkeit, Gemeinschaftsschulen neu zu bauen. Wir haben ja eine Berliner Schulbauoffensive, wo wir ja mehr als 60 Schulen neu bauen wollen. Und da haben unsere Anfragen ehrlich gesagt ergeben, dass in der letzten Zeit keine einzige neue Gemeinschaftsschule hinzugekommen ist. Die nächste Gemeinschaftsschule, die in Planung ist, die, wo die Vorplanung bereits erfolgt, das ist die Gemeinschaftsschule in Adlershof, die 2026 gebaut werden soll. Das ist die nächste Gemeinschaftsschule. Und danach ist es wirklich erst in dem Jahr 28, 29, 30, dass die ersten Gemeinschaftsschulen begonnen werden sollen, neu gebaut zu werden. So, und dann das andere Thema ist das Thema Fusion, wo ja entweder durch Zusammenlegung oder durch Umwandlung neue Gemeinschaftsschulen geschaffen werden können. Und da muss man sagen, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wirklich der Vorreiterbezirk ist. Zum Beispiel eben auch die Blumengrundschule und die Georg-Werth-Oberschule, wo unsere Anfrage ganz aktuell, die heute veröffentlicht worden ist, auch nochmal ergeben hat, dass jetzt doch Erwägungen, dass es da Schwierigkeiten auftreten. Also genau das Problem sozusagen, wenn zwei Schulen sich zusammenschließen wollen, dass dieser Fusionsprozess ja sehr langwierig ist. Und es gibt in Friedrichshain-Kreuzberg drei weitere Schulen, die eine Umwandlung planen und wo auch Gelder zur Verfügung gestellt werden für Coaching, um das Schulprogramm zu entwickeln, das Kollegium zu stärken. Und das ist eben ziemlich entscheidend für diesen Fusionsprozess, wenn er gelingen soll, dass das natürlich nicht kostenneutral geht, sondern dass auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, und zwar längerfristig. Und da gibt es eben auch Hindernisse, da werden wir nachher auch noch zukommen, Stichwort Bonusprogramm, wenn zwei Bonusschulen sich zusammenschließen wollen, umwandeln wollen und dann eben das Bonusprogramm langfristig nur für 6 Monate für einen Übergangszeitraum zur Verfügung steht und dann langfristig nicht mehr für beide Schulen, sondern nur noch für eine Schule zur Verfügung steht. Dann noch kleinere Punkte, die uns wichtig waren als Koalition. Das Förderkonzept, da haben wir den Senat beauftragt, ein solches zu erarbeiten, und dieses ist noch nicht erarbeitet, sondern noch in Bearbeitung. Das heißt, hier treten wir auf der Stelle nach einem Jahr. Es gibt noch kein Förderkonzept für die Gemeinschaftsschule. Das Thema wissenschaftliche Begleitung, wir hatten gerade den Text im Koalitionsvertrag, da konnte die Koalition erkämpfen, dass die Mittel vorgezogen werden, sodass schon in 22, aber auch in 23 einmal 50.000, einmal 300.000 Euro zur Verfügung gestellt werden für die wissenschaftliche Begleitung, die gerade sozusagen in Vorbereitung ist, aber auch noch nicht ausgeschrieben ist. Das ist die aktuellste Anfrage. Das heißt, auch wie hier müssen wir weiter nachfassen. Die Senatsverwaltung hat es noch nicht geschafft, die wissenschaftliche Begleitung hier in die Ausschreibung zu bringen. Die Stelle bei SenBJF, die extra für die Begleitung der Gemeinschaftsschulen geschaffen werden sollte, ist geschaffen und wurde auch ausgeschrieben. Da endete der Bewerbungsschluss im Januar und wird jetzt aktuell besetzt. Das ist sehr gut, das ist das Positive. Das etwas Kritische ist, dass die Stelle mit E14 eingruppiert ist und wir hier nochmal nachsteuern wollen in dem kommenden Haushalt bezüglich der Eingruppierung, dass eine höhere Eingruppierung adäquater ist, damit auch diese Stelle gleichwertig ist zu den anderen Schulformen. Und das Startprogramm der Gemeinschaftsschulen, ich hatte es vorhin schon angesprochen, sozusagen ist zwar zur Verfügung gestellt, aber wir müssen schauen, es gibt eine Menge Hindernisse in der Praxis, sozusagen, die uns noch bevorstehen werden.
Für die Fortbildung und Weiterbildung stehen 267.000 Euro pro Jahr zur Verfügung, die extra im Kapitel für Gemeinschaftsschulen verankert sind. Und auch hier ist uns noch nicht ganz klar, wie viel hier tatsächlich abgeschöpft worden ist für Fortbildung und Weiterbildung der Pädagoginnen, der Kolleginnen. Also es ist gut, dass das Geld eingestellt ist, aber es muss natürlich auch genutzt werden. So, noch ein letzter Satz zum Thema Rechtsänderungen. Das ist uns ehrlich gesagt in diesem Jahr noch nicht gelungen, das Schulgesetz anzupassen, um hier die prozesssteuernde Rolle des Senates stärker zu betonen, in dem Sinne, dass wir sagen, so ähnlich wie die Koalition sozusagen von 2016 bis 2021 das schon vorbereitet hat, dass wir sagen, Gemeinschaftsschulen, wenn es keine Kapazitätsveränderungen gibt, müssen die Schulträger erstmal zustimmen, wenn Gemeinschaftsschulen sich zusammenfinden sollen, einen Vorrang für Gemeinschaftsschulen auch im Schulgesetz zu verankern. Das haben wir noch nicht geschafft, diese Schulgesetzänderung anzustoßen. Aufgrund der anderen, sage ich mal, Gegebenheiten bzw. der Wiederholungswahl ist uns das noch nicht gelungen. Das steht auf dem To-Do-Zettel. Und genauso bezüglich des Neubaus, es gibt die Berliner Schulbauoffensive. Und wenn wir wollen, dass bevorzugt Gemeinschaftsschulen gebaut werden, dann finden wir es wichtig, auch als Linke, dass es diesen Vorrang gibt für Neubau, für Gemeinschaftsschulen und dass die Bezirke begründen müssen, warum sie keine Gemeinschaftsschule bauen im Compartment-System oder eben im Compartment-Neubauprogramm. Also dass es so ist, dass auch die städtebaulichen Verträge erstmal einen Vorrang für die Gemeinschaftsschule vorsehen und dass nicht das passiert, wie es in einem Bezirk passiert ist, dass man dann im Laufe des Prozesses feststellt, dass das natürlich auch Flächen braucht und dass diese Flächen begrenzt sind und dass man sich dann überlegt, noch, naja, dann machen wir dann halt nur eine Grundschule, weil es preiswerter ist und der Investor dort nicht mitspielt und bezüglich der Abschöpfung dann Konkurrenzen entstehen und dann doch keine Gemeinschaftsschule gebaut wird. Also das geht nicht. Wenn wir Vorrang für Gemeinschaftsschulen wollen, dann müssen wir das auch verankern und dann müssen wir hier auch unsere Schulbauoffensive entsprechend ausrichten, dass bevorzugt Gemeinschaftsschulen gebaut werden. Also das erstmal zum groben Überblick. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Dinge vergessen, aber das können wir dann in der Diskussion machen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir würden dann jetzt gleich weitermachen mit unseren drei Gästen, die jeweils ungefähr 5 Minuten Zeit zur Verfügung haben. Der erste ist Robert Giese. Robert, ihr als GGG habt kurz vor den letzten Wahlen einen ausführlichen Forderungskatalog zur Weiterentwicklung der Gemeinschaftsschulen in Berlin verfasst. Gilt der weiterhin oder was ist aus deiner Sicht im letzten Jahr passiert? Na, der Katalog gilt weiterhin. Erstmal nochmal guten Abend. Ich will mal noch ein paar andere Sachen, ganz viele wesentliche Sachen hat Franziska eben schon dargestellt, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was sich tut und mit, vor allem mit der Geschwindigkeit, liegt auf der Hand. Aber ich will mal noch ein paar andere Punkte hinweisen, die ebenfalls im Koalitionsvertrag stehen und die mit den Gemeinschaftsschulen zu tun haben. Die Frage Geschwisterkindregelung ist nach wie vor nicht klar formuliert im Schulgesetz. Das heißt, wir haben jedes Jahr zu kämpfen an den Gemeinschaftsschulen, vor allen Dingen, wenn sie übernachgefragt sind, tatsächlich die Geschwister an die Schule zu holen. Dass das ganz wesentliche Auswirkungen hat auf Familien, auf die Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule, ist völlig klar. Eine andere Sache, der scheinbar erstmal mit der Gemeinschaftsschule nicht viel zu tun hat, aber mittelbar dann doch, ist die Stärkung der 6-jährigen Grundschule, die gefordert oder die festgeschrieben ist, die aber bedeutet oder die ja letztendlich bedeuten würde, man fährt die Früheinschulung an den Gymnasium ab Klasse 5 zurück. Auch da hat sich meines Erachtens bisher nichts getan. Erhöhung der Heterogenität, vor allem an den ISS, ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Und letztendlich weiß ich auch nicht, inwiefern tatsächlich jetzt auf der Tagesordnung steht, Probejahr an den Gymnasien abschaffen. Das alles sind Dinge, die direkt Einfluss haben auf die Gemeinschaftsschule. Ich sage mal, wo die Zusammenhänge liegen und warum das für uns wenig erfolgsversprechend ist, was im Moment sich tut. Es stand ja auch drin, das habt ihr vorhin vorgelesen, qualitative, quantitative Weiterentwicklung der Gemeinschaftsschulen. Da kann ich sagen, dass wir an den Gemeinschaftsschulen tatsächlich deutliche Fortschritte haben und Erfolge haben. Ich nenne mal den wichtigsten, der schon etwas länger zurückliegt, dass er festgestellt wurde,
Entkopplung des Bildungserfolges vom Geldbeutel der Eltern. Das gelingt ausschließlich an den Gemeinschaftsschulen in der Qualität, und zwar deutschlandweit, nicht nur in Berlin. Warum sind diese Punkte, die ich angesprochen habe, so wichtig für Gemeinschaftsschulen? Ich erinnere nochmal an einige wesentliche Fakten. Wir haben an den Gemeinschaftsschulen, das betrifft übrigens die ISS auch, doppelt so viele Migranten wie an den Gymnasien. Wir haben dreimal so viele Arme an unseren Schulen. Wir haben zehnmal so viele Kinder und Jugendliche, die mit Beeinträchtigung unterrichtet werden im Vergleich zu den Gymnasien, und wir haben 10% mehr Jungen. Daraus ergeben sich die Aufgaben für die Gemeinschaftsschulen: einmal ein wesentlich höherer Anspruch an Demokratieerziehung, an der Entwicklung von Lesekompetenzen und an der Erziehung zu sozial angemessenem Verhalten. Die Ansprüche sind an den Gemeinschaftsschulen viel höher als beispielsweise an dem Gymnasium. Einige Erfolge der letzten Jahre, vor einigen Jahren hat die evangelische Schule im Zentrum eine Auszeichnung bekommen für die beste Förderung von Hochbegabten. Wir hatten vor 2 Jahren die Schule mit dem besten Abitur berlinweit, mit der Wilhelm-von-Humboldt-Schule. Und wir haben mit der Friedenauer Gemeinschaftsschule eine Schule, die besonders ausgezeichnet wurde für ihre Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Weiterhin wissen wir auch, dass das hat was mit dem Status der einzelnen Schulen zu tun, dass dass an einzelnen Gemeinschaftsschulen sehr viele Schüler nach der 6. Klasse die Schule verlassen und auch einige Gemeinschaftsschulen damit zu kämpfen haben, dass sie zu viele Schüler haben ohne Schulabschluss. Aber wenn man sich die letzten Jahre ansieht, gerade dieser Schulen, stellt man fest, dass diese Zahlen, die eine Zahl, also zu viele Schulabbrecher, runtergeht und auf der anderen Seite immer mehr Schüler tatsächlich von der 6. Klasse in die 7. Klasse übergehen. Also es gibt natürlich auch Schulen, die schon lange bei über 95% Übergangsrate sind. An der Segerschule zum Beispiel, unsere Schule, also die Fritz-Karsen-Schule, Wilhelm-von-Humboldt-Schule und einige mehr. Aber auch Schulen, die tatsächlich in sozialen Brennpunkten sind als Gemeinschaftsschulen, schaffen es immer besser, dass die Schüler tatsächlich in ihrer Schule verbunden bleiben und das gemeinsame Lernen, das lange gemeinsame Lernen tatsächlich genießen und entsprechende Erfolge haben. Vielleicht so viel. Also insgesamt muss ich sagen, bisher, eine 4, was der Senat geschafft hat in Richtung Gemeinschaftsschulen. Bei vielen Fragen fehlt einfach das, was da drin steht im Koalitionsvertrag. Es ist nicht tatsächlich noch keine gute Basis zu erkennen, wie es jetzt weitergehen soll. Das vielleicht unser Fazit. Herzlichen Dank für das sehr ernüchternde Fazit. Ich würde jetzt weiter übergeben an Jana Österreich. Du bist aktive Elternvertreterin an der Sophie Brahe Gemeinschaftsschule in Treptow-Köpenick, die dem einen oder der anderen vielleicht noch wegen der wirklich harten Auseinandersetzung mit der damaligen CDU-Stadträtin um die Campusfrage, also die Campuslösung und die unterschiedliche Zügigkeit in der Grund- und Mittelstufe in Erinnerung ist. Du bist aber auch im Elternnetzwerk Gemeinschaftsschule aktiv und wie fällt deine Bilanz aus nach einem Jahr rot-grün-roten Koalitionsvertrag? Ja, also leider auch nicht viel schöner aus Elternsicht. So richtig passiert ist da nichts. Und insbesondere die von dir angesprochenen Punkte der Zügigkeit und dieser Campuslösung, die sind auch immer noch nicht im Schulgesetz drin und dazu gibt es auch immer noch gar keine Lösung, was wirklich traurig ist. Denn ich sehe das an unserer Schule, wie das funktioniert. Da ist jetzt die 1. bis 5. Klasse an einem Standort und die 6. bis 13. Klasse. Und dass die 6. Klasse überhaupt am Hauptcampus ist, war ein langer Kampf an dem Hauptcampus, weil nur so dieser, ich sag's mal, Klebeeffekt, also dass die Kinder schon mal in der 6. Klasse in die großen Klassen reinschnuppern können oder so, sich überhaupt durchsetzen lässt. Das bedeutet aber auch, dass unsere Grundstufenlehrer extrem viel pendeln müssen, sind etwa 1,5 Kilometer. Und ja, auch andere Schulen haben Filialprobleme, das ist mir bewusst. Das macht es aber an so einer Gemeinschaftsschule eben auch nicht schöner. Das macht auch die Gemeinschaft nicht so richtig greifbar, wenn irgendwie die Kleinen immer so separat gehalten werden und die Hauptmusik da, ich sage jetzt mal, woanders spielt. Und uns macht aber auch insbesondere diese unterschiedliche Zügigkeit tatsächlich ein großes Problem. Also
An unserer Schule gibt es derzeit noch eine zweizügige Grundstufe und eine sechs- bis siebenzügige Mittel- und Mittelstufe. Das bedeutet, dass mehr als zwei Drittel der Schüler nicht an unserer Schule gelernt haben, zu dem Zeitpunkt, wenn sie in die siebte Klasse gehen. Das macht es auch nicht wirklich attraktiv für unsere Grundschüler, da zu bleiben. Der eine Teil geht weg, weil Eltern sich dann doch noch ein Gymnasium wünschen. Und alles, was übrig bleibt, kenne ich als Kind nicht mehr. Also ich kenne dann nur noch einzelne Kinder, aber nicht mehr diese Klassengemeinschaft, auf die es ja eigentlich auch ankommt. Und das ist wirklich schade. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass da aus dem Abgeordnetenhaus und insbesondere auch vom Senat noch irgendwie eine Lösung gefunden werden kann. Obwohl ich weiß, dass der Grund natürlich ist, dass Berlin insgesamt zu wenig Schulplätze hat. Aber es kann nicht an den Gemeinschaftsschulen hängen bleiben, dass wir jetzt quasi die Schulplatzsituation Berlins lösen müssen. Soweit erstmal. Vielen Dank, auch an dich. Ja, Regina, dann kommen wir zu dir. Du bist nach der letzten Wahl von der Landes- auf die Bezirksebene gewechselt und hast damit, glaube ich, auch die Perspektive noch mal ein bisschen verändert. Du hast aber auch den Koalitionsvertrag mit einigen anderen hier in der Runde noch mit verhandelt. Wie fällt dein Urteil nach einem Jahr Umsetzung aus? Erstmal muss ich dazu sagen, hallo erstmal in die Runde. Wie schön, dass ich so viele bekannte Gesichter oder Namen hier sehe. Ich war ja vorher auch schon in der BVV. Das heißt, ich bin von der BVV ins Abgeordnetenhaus gekommen und jetzt wieder zurück. Also vielleicht mal zu unserem Bezug, weil ihr hattet ja die Bitte, dass ich mal darstelle, wie sich das bei uns im Bezirk entwickelt hat. Also leider spielte die Gemeinschaftsschule von Anfang an bei uns im Bezirk eine untergeordnete Rolle. Also wir haben zwar drei Gemeinschaftsschulen bei uns, aber die haben keine sonderliche Unterstützung, weder durch das Bezirksamt noch durch die Fraktionen, in Klammern, Ausnahme, Linksfraktion in der BVV erhalten. Und die drei Gemeinschaftsschulen, das eine ist die Grete Bergmann, die durch eine Fusion entstanden ist und die auch eine sehr engagierte Oberstufenleitung hatte, aber leider eine bremsende Grundschulleitung bei der Fusion, was also sich sehr, sehr negativ ausgewirkt hat. Und als das Problem erledigt war, endlich jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, musste leider die Schulleiterin aufgeben im letzten Jahr. Und das hat wiederum damit zu tun, dass die Schulleitungen absolut überlastet sind. Also zumindest in unseren Gemeinschaftsschulen ist das so. Das hat auch eine sehr hohe Fluktuation zur Folge. Und in der Mozart-Gemeinschaftsschule beispielsweise ganz genauso. Auch hier haben wir jetzt eine kommissarische Schulleitung immer noch. Und in der Marcana-Gemeinschaftsschule, die aus einer Förderschule entstanden ist, was ja erstmal eine ganz tolle Entwicklung ist, vom Ansatz her, auch für die inklusive Schule, da herrscht das absolute Chaos und ebenfalls keine Schulleitung, die konstant da ist und kommissarisch arbeitet. Das ist also ein ganz großes Problem und vor allem ist mir aufgefallen über die Jahre, dass Gemeinschaftsschule, zumindest bei uns im Bezirk, als grundsätzlich anders und neu arbeitende Schulen mit einem neuen pädagogischen Konzept nicht wirklich umgesetzt sind. Und ich glaube, das ist auch dann eine Schwierigkeit. Bei der Gretel Bergmann würde ich dann noch einen Unterschied machen, weil das in der Oberstufe sehr gut gelungen ist, aber eben auch in der Grundstufe nicht so. So, was ist jetzt bei uns in den letzten Jahren passiert? Also in den letzten Jahren ist übertrieben, also seit November 21 muss man ja sagen. Wir haben, das war so einer meiner ersten Akte, erstmal für die gymnasiale Oberstufe einen Antrag in der BVV eingereicht,
Wir haben nämlich mit Reinickendorf zusammen das Problem, dass es in diesem Bezirk nicht eine Gemeinschaftsschule gibt, die eine gymnasiale Oberstufe hat. Das heißt also, alle Schülerinnen und Schüler, die ihr Abitur machen wollen, die müssen dann an eine andere Schule wechseln. Das ist natürlich auch für die Bewerbungssituation an der Schule nicht förderlich. Und das bringt auch viele Eltern dazu, nach der 6. Klasse zu sagen, nö, also dann bitte gleich an die andere Oberschule wechseln, ob es sich um eine ISS oder ein Gymnasium handelt. Und auch das bringt natürlich zusätzliche Probleme. Das muss ich ja allen, die in Gemeinschaftsschulen arbeiten, sicherlich nicht erklären. Für die Erarbeitung eines neuen Schulentwicklungsplanes haben wir uns jetzt insbesondere eingesetzt, weil auf dieser Basis, also ich habe ja bei Franziska gesehen, du hast eine ähnliche Anfrage gemacht, wenn man mal in Berlin und bei uns im Bezirk schaut, bei uns fehlen 3.200 Grundschulplätze und in den nächsten Jahren fehlen genauso viele Oberschulplätze. Aber auf die Idee zu kommen, dieses Problem im Handstreich mit einer Gemeinschaftsschule zu lösen, das ist wohl sehr schwierig. Und hier zeigt sich auch nochmal diese Zurückhaltung auf ziemlich vielen politischen Ebenen und vor allem auch im Bezirksamt habe ich nach wie vor den Eindruck, ist es nicht gewollt, dass praktisch die Probleme auch mit Gemeinschaftsschulen gelöst werden. Noch dazu, wo Robert ja den Hinweis gegeben hat, nochmal auf die wissenschaftliche Studie, die eindeutig nachgewiesen hat, welche Probleme mit Gemeinschaftsschulen auch zu lösen sind. Ja, wir haben insgesamt jetzt 12 Schulneubauten vor uns. Davon ist jetzt, da seid ihr noch nicht ganz auf dem neuesten Stand, Franziska, ich glaube es auch noch nicht so richtig, aber es ist jetzt eine Vorlage zur Kenntnisnahme gekommen. Eine neue Gemeinschaftsschule soll in Mahlsdorf entstehen. Natürlich nur von 1 bis 10. Also warum sollte man auch gleich bis 13 planen? Ansonsten werden immer nur Grundschulen, ISSen und Gymnasien natürlich geplant. Also eine Entwicklung, die nach wie vor in die falsche Richtung geht. Diese neue Schule soll modulbauweise durch die HOVOG entstehen. Baubeginn ist noch unklar, aber die Zielstellung, die auch in der Vorlage zur Kenntnisnahme kam, war, dass die Fertigstellung schon bis Mitte der 20er Jahre entstehen soll. Das ist ja sehr ambitioniert. Wir sind sehr gespannt. Ja, dann muss ich sagen, dass bei uns im Bezirk, zumindest von der Außenstelle, die Fusionswilligkeit von zwei Schulen aktiv verhindert wurden. Die Schulleitung hat oder die Schulleitungen haben dann irgendwann auch aufgegeben und haben sich dann an eine neu gegründete Schule versetzen lassen. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wo ich deutlich nachweisen kann, dass der Senat mit der Senatsaußenstelle zusammen wirklich keine Anstrengungen unternommen hat, neue Gemeinschaftsschulen entstehen zu lassen. Ja, kurz zum Personal. Das ist wie in allen Bezirken sicherlich sehr schwierig, bei uns besonders schwierig. Also wir haben an den Schulen eine Personalausstattung zwischen 70% und 90%. Es gibt einige Ausreißer, die sind über 90% mit Lehrkräften ausgestattet. Und ihr könnt euch alle vorstellen, bei 70% vorhandener Lehrkräfte wird es dann richtig lustig. Also an der Grete-Bergmann-Gemeinschaftsschule habe ich mir mal angeguckt. Die sind am besten ausgestattet mit 91% an Lehrkräften und davon allerdings nur 63% ausgebildet mit einem Lehramt. An der Mozart-Gemeinschaftsschule haben wir 96% Ausstattung. Ach so, ja, die waren die besten. Davon allerdings nur 55% auf Lehramt ausgebildet. Richtig böse wird es an der Marcana-Gemeinschaftsschule. Die haben nur 76% der eigentlich benötigten Lehrkräfte. Und davon sind nur 34% auf Lehramt ausgebildet.
Also da wird da schon logischerweise klar, welche Probleme damit verbunden sind. Die Schülerschaft, das ist so ähnlich, wie Robert es gesagt hat, einen sehr hohen Anteil an armen Kindern. Und ansonsten, also was die Zügigkeit angeht, in der Grete Bergmann haben wir wirklich eine ausgeglichene Zügigkeit zwischen Grundstufe und Oberstufe. Bei der Mozart-Gemeinschaftsschule nicht. Und bei der Marcana-Gemeinschaftsschule kann man überhaupt keine Aussagen treffen. Da herrscht die Katastrophe gegenwärtig. So, wir brauchen also dringend auch eine Unterstützung durch das Abgeordnetenhaus und durch die Senatsbildungsverwaltung. Und ja, ich habe den Koalitionsvertrag mitverhandelt und das war ziemlich hart. Robert wird es bestätigen, also was wir da gekämpft haben für die Gemeinschaftsschule. Also ich kann nur noch mal fordern, jetzt auch aus Bezirkssicht, wir müssen endlich Anreize schaffen, dass Schulen sich auf den Weg machen, Gemeinschaftsschulen zu werden. Die Stelle bei SEN-BJF muss endlich in Klammern wieder besetzt werden. Wir hatten ja durchaus diese Stelle schon mal in der Besetzung und dann hat sich ja SEN-BJF lange Zeit geweigert und hat erklärt, sie brauchen überhaupt keine Stelle für die Gemeinschaftsschulen. Das haben wir jetzt gerade erst 21 durchgesetzt, dass die Stelle wieder kommen muss. Wir brauchen dieses Förderkonzept und das muss auch allen Schulleitungen bekannt gemacht werden und allen Elternvertretungen bekannt gemacht werden, dass man auch nochmal sagt, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt hier eine Gemeinschaftsschule haben, dann müssen wir endlich auch verpflichtend eine Sekundarstufe 2 in allen Bezirken haben, auch in den beiden, wo das noch nicht so ist. Die Ressourcen für die Grundstufenleitung müssen endlich kommen. Und was hier noch gar nicht gesagt wurde, wenn ihr mal sucht, wir haben immer noch keine Ausweisung im Tabellar mit einem eigenen Buchstaben für die Gemeinschaftsschulen. Das ist auch völlig nicht nachzuvollziehen. Und ich möchte darum bitten, dass ihr euch dafür einsetzt im Abgeordnetenhaus, dass es einen Musterbau für Gemeinschaftsschulen gibt. Und bitte auch möglichst in 2 Varianten, weil wenn ich nämlich wenig Fläche habe, muss ich nach oben bauen. Ne? Also in Hamburg mal bitte nachgucken, da gibt es Schulhöfe, die sind auf dem Dach, auch das geht. Dafür muss man einfach der Senatsverwaltung bloß den Auftrag geben oder die müssen den Auftrag auslösen. Ja, und was die wissenschaftliche Begleitung angeht, ich kann bloß alle ermutigen, immer noch mal in diesen Abschlussbericht hier reinzugucken. Professor Bastian und Ulrich Vielhoff haben da wirklich auch Pionierarbeit geleistet. Und das muss hier endlich kommen, und zwar von der Grundstufe bis zur Sekundarstufe 2 eine Längsstudie durchzusetzen. Ich weiß ja nicht, wie lange die noch brauchen. Auch hier, ja, durch Verhinderungstaktik. Ich könnte noch 2 Stunden weiterreden, alles lasse ich jetzt. Entschuldigung. Alles gut, du hast ja noch genug Zeit, dich in der Diskussion wieder einzubringen. Nur ehe wir ganz uns verlieren. Vielen Dank euch allen 4 für den Problemaufriss.